Quix ist ein Würfelspiel von Steffen Bendorf aus dem Nürnberger Spielkartenverlag. Das Spiel ist für 2 bis 5 Spieler und eine Partie dauert ca. 15 Minuten. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Kreuze zu setzen und damit Punkte zu holen. Der aktive Spieler, der Reihe umwechselt, würfelt mit allen Würfeln. Als erste Aktion kann er die Summe der weißen Würfel in einer beliebigen Reihe ankreuzen. Als zweite Aktion kann er die Summe aus einem farbigen und einem weißen Würfel bilden und ein Kreuz in der farblich passenden Reihe machen. Kann oder möchte er keine der Aktionen ausführen, muss er sich einen Fehlwurf ankreuzen. Die erste Aktion steht auch den passiven Spielern zur Verfügung. Beim Setzen der Kreuze ist zu beachten, dass diese in einer Reihe immer nur rechts von einem bestehenden Kreuz gesetzt werden dürfen. Zahlen dürfen zwar freigelassen werden, aber ein nachträgliches Ankreuzen dieser Zahlen ist dann nicht mehr möglich. Hat ein Spieler in einer Reihe bereits 5 Kreuze gemacht, darf er sich bei passendem Würfelwurf auch die Zahl ganz rechts und das Schloss, welches als zusätzliches Kreuz gilt, ankreuzen. Damit wird die Reihe geschlossen, der farbliche Würfel kommt aus dem Spiel und in der Reihe dürfen keine Kreuze mehr gesetzt werden. Sobald 2 Reihen geschlossen sind oder ein Spieler 4 Fehlwürfe hat, endet das Spiel.